Stimmisches Ahoi! Mein Name ist Easy Cheesy und damit herzlich willkommen zu einem brandneuen Video, meine sehr verehrten Damen und Herren! Willkommen zur neuen Folge von Minecraft Maus, Leute! Und ich muss sagen, Freunde, ich habe mir vorgenommen, das hier, das kann langsam mal weg. Wisst ihr, weil es ist echt langsam keine Weihnachten mehr, ne? Muss man ja mal sagen. Deswegen bauen wir mal die Weihnachtsbäume hier ab. Auch die ganzen Geschenke, die wir noch nicht ausgewickelt haben, kein Problem. Die können noch bis nächstes Jahr warten. Und dann bringen wir das mal nach Hause zu uns so. Und dann, ja, können wir den Weihnachtsbaum nämlich nächstes Jahr wieder aufstellen. Und dann haben wir nämlich noch eine Freude, weil ganz ehrlich, das war jetzt langsam. Langsam ist die Weihnachtszeit einfach vorbei. Dann können nämlich die Bäume auch echt mal weg. So, die packen wir nämlich gleich in unsere Zeug- und Krimskrams-Tüte. Dann haben wir da nämlich Tüte. Genau, das hier ist unsere Tüte, Leute. So, Freunde, genau. Heute ist ein neuer Tag in Minecraft Maus, Freunde. Und ich habe ein bisschen was vor mit euch. Und zwar habe ich nämlich jetzt mal mein Schafpad mitgenommen. Und wir haben ja in der letzten Folge einen Schweinchenrucksack bekommen, Freunde. Und diesen Schweinchenrucksack, den wollen wir auch mal ausprobieren. Und deswegen machen wir uns jetzt mal auf den Weg. Ich wollte nämlich gerne wissen, was der macht. Und ansonsten, ich war auch fleißig. Ich habe ein bisschen was gebaut, Freunde. Ich habe wieder ein bisschen was erledigt. Und ihr habt mich ja drum gebeten. Easy, cheesy. Mach doch mal diese Tiere hier. Mach die doch einfach mal einen Zaun um die und die dürfen nicht weglaufen und bliblablub. Okay. Ich wollte aber keinen Zaun bauen, ne? Weil das gehört sich einfach nicht. Deswegen habe ich mir was anderes Cooles überlegt und das zeige ich euch jetzt mal. Wir reiten mal auf unserem Magical Horse ein Stück hier die Küste entlang. Okay, das ist keine Küste, aber egal. Und, Freunde, genau, wir wollten nämlich auch noch, was wir auch noch vorhaben heute, ist nämlich dieses süße Ding da, hier dieses, ich weiß gar nicht, wie das heißt, zu zähmen. Das heißt, wir setzen uns, wir haben unser Schafhaustier. Wir kriegen also keinen Fallschaden, Leute, keine Angst. Unser Schafhaustier verursacht langsamen Fall und er hat genug Weizen zu essen, deswegen versuchen wir das jetzt einfach nochmal zu zähmen. Es ist nämlich kein normales Pegasus, es ist aber auch kein Einhorn, es ist irgendetwas dazwischen. Was machst du denn da oben? Hilfe, wie soll ich denn da rankommen? Ey, der mobbt mich, Mami. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Wie sollen wir denn... ey, wie sollen wir denn da hochkommen? Der ärgert mich einfach. Okay, ich glaube, da müssen wir mal hier so in unseren Baum rein durch den Geheimgang. So, okay. Hier oben durch die Falltüren, Freunde. Falls ihr euch wundert, wozu die sind, dann kann man hier einfach besser langlaufen. Und dann müssen wir hier hoch und dann zu ihm. Und dann können wir wieder drauf rumfliegen. Weil das kann ja wohl nicht wahr sein, dass der auch so ärgert. Hey, hey, wir haben unser Schafhaus hier. Wir kriegen keinen Schaden. Alles easy cheesy in hier. Okay, nächster Versuch. Vielleicht können wir ihn jetzt ja endlich... Und er hat Herzchen, aber er wird mich abwerfen, Freunde. Ich kenne das doch. Er wird mich trotzdem nochmal abwerfen. Auch wenn die Herzchen zeigen. Das heißt nicht, dass sie einen mögen. Ich weiß es nicht. Komm, okay, gehen wir rauf und ziehen unseren Sattel an, so Leute. Und jetzt sind wir bereit. Wir reiten zum ersten Mal auf einem... Ich weiß nicht, was es ist. Es kann fliegen. Es fliegt, Freunde. Yay. Das ist so cool, Freunde. Das ist ja der Hammer. Voll schön, Mann. Okay, genau. Und jetzt kann ich euch gleich zeigen, was ich hier gebaut habe. Nämlich gibt es hier einen Geheimeingang, Freunde. Den habt ihr noch nicht gesehen. Und der ist nämlich auch brandneu. Ein brandneuer Geheimeingang. Und da gibt es ein Höhlennetzwerk hier unter der Erde. Das ist super cool. Das muss ich euch unbedingt zeigen. Ey, was machst du denn hier? Ein Freund von Spaghetti. Spaghetti ist da drüben. Der ist bei Clara. Clara habe ich auch echt lange nicht gesehen, Freunde. Genau, hier sind wir nämlich am Grab, Freunde. Und jetzt kommt's, wo der Höhleneingang ist. Ihr seht es vielleicht schon. Seht ihr das da unten? Da unten links auf dem Bildschirm. Da ist nämlich ein Geheimeingang. Und da fliegen wir jetzt mal hin. Denn ich möchte nicht, dass die Pferde und die Einhörner und so hier weggesnackt werden, wenn die Schlange mal wieder kommt und sagt, ey, die hole ich mir und dann landen die im Grab, genau wie die anderen Tiere da hinten. Das will ich nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, bringen wir die einfach mal ein bisschen in Sicherheit, aber wir sperren die nicht ein. Die können gehen, wenn sie wollen, wisst ihr? Die haben hier freien Auslauf, die können auch nach draußen gehen und ja, sich hier ein bisschen austoben. Aber hier unten, das ist nämlich meine neue Geheimhöhle. Meine neue geheime Höhle. Das heißt, man geht hier einfach von draußen rein. Guck mal, wie wunderschön das ist. Wir haben hier mystische Blumen. Wir haben das Zauberlaub. Und überall sind wunderschöne Fackeln. Und alles sieht ganz, ganz toll aus. Ganz viel Laub habe ich nämlich auch an die Decke noch platziert und so. Genau, dann können nämlich all unsere Tiere hier leben. Und wisst ihr was? Wir haben hier schon einen Besucher. Nämlich, falls ihr euch erinnert, das Rentier vom letzten Mal, von der letzten Folge, das ist nämlich schon mitgekommen. Das hat sich gedacht, ey, das ist ja voll cool, wenn du da für uns sorgst. Und hier ist überall was zu futtern. Und da sind wir in Sicherheit. Dann komme ich doch mal mit. Jo, und der hat sich gedacht, der kommt jetzt einmal mit.
mit. Von daher ist es schon mal sehr, sehr nice. Weißt du was? Ich nehme jetzt erstmal den Sattel, weil gleich wollen wir noch unser Einhorn holen. Die brauchen auch alle noch Namen, Freunde. Aber dazu brauche ich auch mal Namensschilder. Die habe ich nämlich noch nicht in Massen. Von daher müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht mal angeln gehen oder so. Aber dann ist es doch für die Fische, wisst ihr? Aber okay, mal gucken, wo wir Namensschilder herkriegen. Und das Ganze ist natürlich verbunden. Ihr seht hier schon mit unserem Kistenraum. Es ist hier natürlich verbunden mit unserem Essensraum, mit unserem Lager für Essen. Und da kommt man so den Baum rauf. Ihr kennt es, Leute, da kommt man unten raus in unser Mauseloch. Und so habe ich mir das halt vorgestellt, dass man ganz viele verschiedene, ja, sag ich mal, ganz viele verschiedene Bereiche halt in diesem Mauseloch eben baut. Und das alles miteinander irgendwie verbunden ist. Ich habe auch überlegt, zu Levi mal was zu bauen, dass wir Levi quasi unterirdisch besuchen können und nicht immer draußen langlaufen müssen, wenn es dunkel ist oder so. Vielleicht machen wir das auch nochmal. Aber ich mache mich jetzt erstmal... Upsala, ich will hier durch, bitte. Ich mache mir jetzt erstmal auf den Weg, denn wir wollten nämlich das Einhorn auch nochmal besuchen. Frage, ob das Einhorn vielleicht mit in unsere Höhle kommen möchte und da in Sicherheit ist vor der Schlange. Und dann, ja, genau, komm mal mit hier, du, mein Großer. Ich muss meine Gemüsesuppe snacken. Ach so, und den Schweinchenrucksack, den wollten wir auch nochmal ausprobieren. Das mache ich mal. Warte mal, wie geht das so? Ja, okay, rechtsklicke auf Mobs, um sie aufzusammeln. Okay, ich habe einen Schweinchenrucksack auf, okay. Rechtsklick. Warte mal, warte mal. So? Nee. Nee, geht nicht. Hä? Vielleicht mit dir? Hallo? Geht irgendwie nicht, Freunde. Ich weiß nicht, was der Schweinchenrucksack macht. Hallo? Vielleicht ein Schmetterling? Kann ich dich irgendwie aufsammeln oder so? Vielleicht ein Tintenfisch? Ich weiß nicht, ich muss mal versuchen. Vielleicht kann man einen Tintenfisch aufsammeln. Vielleicht ist die Kuh einfach zu dick. So, warte mal. Ach, ich komme da gar nicht hin. Ich komme da gar nicht ran, Freunde. Das muss doch möglich sein. Wofür ist denn dieser Schweinchenrucksack da, wenn das nicht funktioniert? Haben wir das Preisgeld bekommen, wisst ihr denn? Dann beschwere ich mich. Ich mache beim Schweinerennen mit, kriege einen Schweinchenrucksack und dann kann ich nicht mal ein Schweinchen damit tragen. Das geht ja mal gar nicht. Das geht nicht. Klar, Freunde. Okay, versuche. Du, da oben steht ein Stein. Da oben steht ein Stein, Leute. Da oben. Seht ihr den Stein? Schwein meine ich natürlich. Sorry, ich habe mich versprochen. Was für ein Stein du doch bist. Was für ein hübscher Stein. Okay, komm mal mit. Kann man dich irgendwie... Kann ich dich irgendwie nehmen oder so? Hallo? Vielleicht so... Ah, Freunde! Wie cool ist das denn als Obby? Okay, es funktioniert, Leute. Es funktioniert. Ich habe einen Fehler gemacht. Verzeiht mir. Aber so kann man auf jeden Fall denn die ganzen Mobs mitnehmen. Ich muss den Rucksack erst ausziehen und dann zieht er ihn scheinbar automatisch an und dann kann ich die Tiere einfach so mit rumtragen. Über auf meinem Kopf. Alles klar, Mann. Voll nice auf jeden Fall. Möchtest du mitkommen? Kleines Schweinchen, möchtest du bei mir wohnen? Hallo? Möchtest du mitkommen? Ja? Ja? Wenn du mitkommen möchtest, dann mach einfach gar nichts. Okay, perfekt, du kommst mit. Okay, den nehmen wir jetzt einfach mal mit in unsere Höhle. Geht das denn hier? Nicht, dass er hier irgendwo an der Decke anstößt, aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Okay, du kannst hier auch bei uns wohnen, wenn du möchtest. Natürlich, da draußen kannst du immer rausgehen, wenn du frische Luft brauchst. Da oben kannst du dich dann immer so ein bisschen austoben, aber dann komm jetzt erstmal her. Kann ich die wieder ausziehen? So? Ja, und so haben wir es wieder ausgezogen. Wie cool ist das denn? Warte mal, dann muss ich mal gucken, ob wir vielleicht unser Rentier auch tragen können. Jo, Leute, wir tragen einfach ein Rentier auf unserem Kopf. Als ob, ey, das ist ja der Hammer, Freunde. Das ist ja der Hammer, sowas Cooles, ey. Da können wir immer die Tiere, die Tiere können wir einfach immer mittragen. Wisst ihr, dann brauchen wir gar nicht auf den reiten. Wir können die auch tragen. Die reiten quasi auf uns sozusagen. Oh, Leute, wir haben Wolle bekommen gerade von meinem Schafhaustier. Wie cool ist das denn, Freunde? Lol. Ist ja cool. Und ich habe mich immer gewundert, wo kommt die Wolle auf einmal her? Aber das gibt mir scheinbar einfach mal so random zwischendurch einfach so ein bisschen Wolle, wisst ihr? Okay, haben wir jetzt eigentlich schon, jetzt bin ich gerade irritiert, haben wir jetzt das Einhorn schon genommen? Nee, das haben wir doch gar nicht geholt. Okay, okay, ich habe nichts gesagt. Komm, du kommst jetzt mal mit. Okay, komm mit, wir gehen jetzt auch nochmal in die Höhle. Wir retten dich vor der bösen Schlange und dann kannst du da auch mit rein. Wie gesagt, wenn du Auslauf brauchst oder so, du kannst natürlich auch immer rausgehen, wenn du das möchtest. Du bist ziemlich eingesperrt, du hast natürlich die Möglichkeit hinzugehen, wo du möchtest. Wollen wir den Sattel... Oh, 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 die greifen sich hier gegenseitig an. Das ist natürlich nicht so gut. Ich dachte, ihr versteht euch. Kollegen, was ist hier los? Warum wird sich denn hier gehauen? Hä? Kann mir das mal einer erklären? Du steckst hier schon mit dem Kopf in der Wand. Alles klar, das ist ja, das ist echt ein schlaues Einhorn bist du. Wir können ja einfach direkt in unsere Höhle gehen. Wir brauchen ja gar nicht außenrum gehen. Ich versuche mal außenrum zu gehen. Hab mich noch nicht so richtig dran gewöhnt. Aber wir können natürlich auch direkt in unsere Höhle hier rein. So, und dann machen wir nämlich mal, gucken wir nochmal in unser Questbook rein. Denn... wir haben noch einige Quests zu erledigen. In der letzten Folge haben wir uns schon ein Schwein besorgt und an den täglichen Wettkämpfen im Osten teilgenommen.
Dann haben wir aber auch überlegt, dass wir alle Tränke herstellen müssen und einen jeder Sorte verschenken müssen. Und das hatten wir auch noch nicht gemacht. Das heißt, das steht natürlich auch nochmal auf dem Plan sozusagen. Besorge dir einen Zaubertisch und eine Dia-Rüstung und ein gutes Schwert. Ein gutes Schwert haben wir schon. Der Rest, der muss ich mir mal nochmal drum kümmern. Sammle alle Gärten, das ist auch so eine Aufgabe. Die können wir echt noch erledigen, Freunde. Denn alle Gärten zu sammeln, das sind quasi die... Warte mal, ich müsste hier irgendwo Gärten haben. Harvestcraft haben wir hier, genau. Windiger Garten haben wir hier zum Beispiel. Und ich habe natürlich auch überall noch irgendwo Gärten verteilt. Ist natürlich ein bisschen unübersichtlich hier in meinem Lager. Das tut mir sehr, sehr leid. Aber kein Problem, das schaffen wir auch nochmal so. Okay, sonst würde ich sagen, gucken wir einfach mal. Denn ich habe schon ein bisschen was besorgt. Wir brauchen nämlich zum Brauen Karotten. Haben wir ja letztes Mal als Gewinn bekommen. Goldene Karotten auf jeden Fall zum Brauen. Und noch ein paar andere Sachen. Und vor allem auch Spinnenaugen. Das heißt, wir werden jetzt gleich mal im Dunkeln nach draußen schauen. Und wir müssen nämlich unbedingt noch Spinnenaugen holen. Von den Spinnen. Da habe ich nämlich keine von, damit wir vernünftig brauen können. Das heißt, wir warten jetzt mal ab, bis es Nacht wird. Und dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwo eine Spinne finden können. Okay, Leute, ihr seht schon, es wird gerade dunkel draußen. Wir haben hier gerade so ein bisschen darauf gewartet, dass endlich mal die Sonne untergeht. Denn jetzt, Freunde, jetzt kommen hier die Monster. Jetzt kommen die richtig üblen Monster hier an die Oberfläche gekrochen und ihr seht's schon da hinten stehen, das übelste Monster von allen, die Kuh. Nein, das ist natürlich nicht. Aber Freunde, wir müssen uns unbedingt unsere Rüstung anziehen, denn jetzt gehen wir jetzt hier in den Wald und suchen nach einem Spinnenauge, denn das brauchen wir für unseren nächsten Trank, den wir herstellen müssen, denn wir wollen hier... Oh, ein Creeper! Oh, 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 nein, nicht explodieren, Creeper, bitte explodier nicht. Komm, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein, tu mir das nicht an, tu mir das nicht, mach nicht meine schöne Welt hier kaputt, Creeper, bitte. Geh einfach weg. Oh, wir haben den Creeper, nice. Aber wir wollen ja eigentlich Spinnen töten, Freunde, denn wir wollen die Quest machen. Ihr seht schon hier, warte mal, da haben wir es, genau. Stelle alle Tränke her und verschenke einen jeder Sorte. Hallo, Mr. Schwein, pass auf dich. Oh, es ist dunkel. Oh Gott, Skelett. Hilfe. Oh mein Gott. Oh, lalala. Du kannst um Ecken schießen? Was bist du denn für ein Hacker? Ey, komm her. Komm her. Batz, batz. Kein Problem. Ich hole dich easy weg. Wir wollen nämlich alle Tränke herstellen. Und dafür, Freunde, müssen wir natürlich auch Spinnenaugen suchen. So heißt also, ich gehe jetzt mal über die Bäume. Weil das ist mir hier irgendwie zu, ein bisschen zu gefährlich mit den ganzen Mobs, muss ich ehrlich sagen. Ich überlege gerade, wo wir hin könnten. Wir müssen spinnen. Emma, was machst du denn hier? Hey, Emma. Ups. Hey, Emma. So, hi. Was machst du denn hier? Huhe, easy. Alles klar? Was machst du hier? Wir wollten eigentlich Spinnen suchen. Jetzt ist Emma auf... Upsala, habe ich mir wehgetan. Emma ist auf einmal hier. Hey, möchtest du auch eine Suppe? Guck mal, ich habe auch Rhabarber für dich. Komm mit. Okay. Jo, gut, okay. Was hast du... ich habe was Cooles entdeckt. Okay, alles klar. Ja gut, Emma, dann lass uns gehen. Dann los. Zeig mir, was du entdeckt hast. Ich will sehen, ich will was Cooles sehen, Freunde. Und gib mir bitte was von deiner Rüstung ab. Okay, ja, kein Problem. Es ist ja mitten in der Nacht gerade. Weißt du, dann kriegst du meinen Brustpanzer und meine Schuhe, okay? Das sieht bestimmt ziemlich nice aus an dir. Dann sind wir jetzt eben nur noch halb angezogen. Okay, Emma, ich folge dir. Okay, let's go, bitte. So, mal gucken, was Emma hier so entdeckt hat. Wir müssen natürlich aufpassen, Freunde. Gott sei Dank haben wir ein Dia-Schwert, damit hier, falls die Monster alle kommen, dass die uns nicht einfach so wegsnacken. Oh Gott, Creeper! Oh nein, böser Creeper, der hat fast die Kuh getötet da. Und Zombie. Aber da ist ein Brunnen, seht ihr das, Leute? Da ist, ich glaube, das ist ein Brunnen oder sowas. Warte mal. Ach komm, weg mit dir. Okay, Batz. Nice. Guck mal da unten. Okay, warte mal, gucken wir mal. Oh, eine Spinne, Freunde. Wir haben endlich eine Spinne gefunden. Ja, nice. Und wir haben ein Spinnenauge. Nice. Wir haben alles, was wir wollten. Pass auf, Emma, hinter dir ist ein Creeper. Emma. Oh Gott, pass auf dich auf. Pass einfach auf dich auf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da hat er Emma... Wie getan? Okay, ich gucke da schon runter. Warte mal, was ist denn da unten? Was sollen wir denn da hingucken? Was macht Emma da? Nein! Alter! Emma! Was? Was? Emma, du... Oh nein. Oh mein Gott. Wieso macht Emma denn sowas? Wieso macht Emma denn sowas? Jetzt sind wir einfach... Oh mein Gott, okay, Freunde. Hä, das kann doch nicht wahr sein. Verdammt, okay, jetzt sind wir... Das war unser zweiter Tod, Freunde. Das war unser zweiter Tod. Und wir dürfen insgesamt nur 10-mal sterben.
Emma hat uns einfach gerade getötet. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich weiß auch gerade echt nicht, was ich machen soll. Ich habe kein Equipment. Emma weiß, wo ich wohne. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier irgendwo ganz sneaky verstecken. Oder ich habe keine Ahnung. Ich weiß gerade nicht, was wir machen sollen. Ich nehme jetzt einfach mal ganz schnell ein paar Sachen hier raus. Vielleicht auch ein Steinschwert. Und dann lasst uns einfach mal... Unser Questbook. Unser Questbook ist einfach weg, Leute. Unser Questbook. Emma hat unser Questbook. Oh Gott, das ist nur eine Kuh. Okay, alles gut. Okay, Freunde. Alles gut, das ist nur eine Kuh. Emma hat unser Questbook. Ich brauche was zu essen. Oh, das kann nicht wahr sein. Wieso macht sie denn sowas? Ich verstehe es nicht. Das kann nicht ihr Ernst sein. Wieso? Ich dachte eigentlich echt, Emma wäre nett, wisst ihr? Das wundert mich jetzt extrem gerade. Ich bin mir nicht sicher, ob Emma genau weiß, wo wir wohnen. Aber... Ach, wisst ihr was? Wir gehen jetzt einfach, wir machen das ganz sneaky, Freunde, okay? Ich werde jetzt hier nicht mein Haus aufgeben, aber wir haben ja hier oben natürlich unseren Baum und das sieht man ja von außen nicht, dass man da irgendwie hochgehen kann. Und ich glaube auch nicht, dass ich das Emma schon gezeigt habe. Von daher gehen wir jetzt einfach mal oben in unseren Baum rein und ich würde sagen, verbringen wir hier, ist das nämlich alles verbarrikadiert, da kann sie nicht rein. Und verbringen dann die Nacht einfach hier oben, warte mal, so, 1, 2, 3, die alle aufmachen und ja, keine Ahnung. Sandwich mit Pflaumenmarmelade, das hat Levi mir geschenkt. Levi, von dem ich eigentlich auch dachte, dass es mein Freund wäre. Aber dass Emma uns so hintergeht, damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Okay, Freunde, was soll ich dazu noch sagen? Okay, wir sind das zweite Mal gestorben, Leute. Wir sind jetzt gerade das zweite Mal gestorben. Emma hat uns gerade echt hinterrücks erschlagen. Aus welchem Grund auch immer. Ich dachte eigentlich, das wäre unsere Freundin, aber scheinbar ja irgendwie doch nicht. Vielleicht arbeitet sie ja für die Schlange oder sowas. Keine Ahnung. Ich versuche das mal rauszukriegen bis zur nächsten Folge. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, Freunde. Macht euch da nichts draus. Wir sind zwar jetzt das zweite Mal gestorben, aber wir haben insgesamt 10 Leben. Erst wenn wir das 10. Mal sterben, ist das Spiel vorbei. Von daher macht euch da jetzt erstmal keine Gedanken. Ich werde mich jetzt hier oben irgendwie verstecken. Hoffen, dass Emma mich einfach nicht findet und vielleicht nochmal tötet oder so. Das wäre natürlich grausam. Ja, und dann warten wir einfach mal die Nacht ab und gucken morgen mal weiter, wie es dann so weitergeht in Minecraft Maus. Von daher, danke fürs Zusehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge und bis dahin sage ich nur eins. Hasta la pasta!